So viel zum Thema, komm zu mir auf der Brücke der Liebe. Come at me. Wie war das? Come for me, Obi-Wan Kenobi, come for me. Come for me. Ah, Mann, das lacht. Das werden wir leider, das wird wohl nicht funktionieren, als wir nie wieder drüber reden. Nee, das Problem ist, dass ich weiß auch nicht, ob man das ansprechen darf eigentlich, dass wir, beide zusammen so etwas geguckt haben. Weil naja, wir haben es nicht komplett geguckt, also... Ja, nee, nicht, aber die Tatsache, dass die Verarsche auf das beruht, worauf ja. wir reden, ist schon grauenhaft eigentlich. Und das Schlimmste ist, es ist ja nicht das Aufwendigste. Nee. Von seiner Art. Dürfte ich fragen, über was... Nein. Wir... Ich meine, eigentlich müssten wir sie aufklären, damit sie nicht so denken, über was für einen Scheiß reden die? Aber ich will auch nicht, dass sie ein falsches Bild von uns kriegen. Also erstmal muss man sagen, wir sind sowas von hetero. Nein! Ach, heul nicht rum. The Blood Moon is rising. Ja. Unsere Türen sind nicht gesichert. Ja, eben. Ja, die klopfen auch noch an die Türen, wenn du da oben bist. Jetzt läuft da ja nichts rum. Oh, jetzt komme ich natürlich nicht hoch. Hab ich was? Ja, Dreckblöcke. Oh, mich hört die Zombies. Das ist übrigens mein erster Blutmond seit dem Update. Ne, der ist schon öfter. Schon länger. Einer, meine ich. Das ist jetzt schon der zweite bei uns oder der dritte? Der zweite bei uns auf dem Server jetzt, wo wir mitkriegen. So. Weil der Server läuft ja 24-7. Würde mich nicht wundern, wenn auf einmal irgendwann ein Händler oder so was tot ist. Ja, ich... Gott! Ich hatte schon öfter die Befürchtung, dass Doom... Ach, Doom Guy. Geil, geil, irgendwann krepiert bei uns. Geil, der krepiert sowieso irgendwann. Also das... Du ihn opferst, ja. Das war knapp. Wie war das auf der Trading Card von Steam? I think that was funny to let the zombies in. I think it was funny to sacrifice it. To the world, to the demon of world oder sowas. Ja. So, schauen wir mal. Glas, wo bist du? Wo bist du? Da. Wenn soll ich dir eigentlich die Plattform lassen, dass man da wieder rüberspringen kann? Ja, ne? Ja. Wobei, ich komme auch so wieder hoch. Hab ja hier die, ne? Okay. Da. Ja, du, aber... Man muss auch irgendwann mal rechnen. Irgendwann, ne? Ich zum Beispiel hab nichts zum... So... Ja. Wow! Geil. Verschluckt, scheiße. Aber zu geil. Ich habe das Glas in die Truhe reingepackt. Fire the Death Star. What the fuck? Wie groß muss das denn sein, damit ihr es treffen könnt, verdammt? Ist der Jeff Vader? What? Ah, Jeff Vader. Jeff Vader. Jeff Vader. Jeff Vader. Who is Jeff Vader? Jeff Vader war unser Steuermann. Alter, was zum Teufel war das? War wahrscheinlich ein Slush-Block, aufpassen. Da kann man ja, wie das jetzt war. Mit Jeff Vader? The sacrifice of Obi-Wan will be cut. Oh, shut up, Vader! Everything you say is so melodramatic! Wait. Stop, Vader. Come back. I'm sorry. I'm sorry. Den Arm genommen. So hast du den Vader noch nie gesehen, Junge. Nee. Ich will mal kurz weg. Also ich kann eins verraten, was ja schon aufgefallen ist, das geht hier alles um eine Star Wars Verarsche, aber... Viel mehr wollen wir leider echt nicht sagen. Das ist etwas, das will man irgendwie auch gar nicht sagen. Aber es ist schon lustig. Also, das Problem ist, ich könnte das Ganze hochladen auf YouTube, aber so wie ich halt YouTube kenne und dann mit Copyright und sowas, wäre das Video schnell gesperrt worden. Und der Kanal wird dann auf Grundriss gelegt. Nein, auf meinem privaten nicht. Achso, okay, ja, dann. Aria geil. Oh je, nächster Höhlenabschnitt. So, es ist ja immer noch Abend, ich habe ja eine Uhr dabei. Und sobald es Tag wird, gehe ich dann nach oben.
Ja, bevor es Tag wird, dann kommst du zu mir, dann kriegst du von mir noch die Eisblöcke. Und dann, ja, da muss ich mal schauen, was ich dann mache. Dann werde ich erstmal nach Hause gehen, werde mir Goldspitzhacke bauen und Hammer. Werde ich nämlich brauchen mit dem, was ich vorhab. Ey, Vicky, ich weiß nicht, ob Steve Spawn schon erwähnt hat, aber schafft euch nie Eltern an. Oh Mann, oh Mann. I do everything, ask later. Ja, jetzt weiß ich nur, was gemeint war. Ich meine, wie sieht es eigentlich mit Schnee aus? Brauchen wir Schnee auch oder nur eher Eis? Ja, Schnee habe ich genug. Mehr als genug. Also ich habe in der letzten Session, bevor wir zum Ende kamen, habe ich eben noch... Also du hast ja die Höhle gesehen. Ich habe insgesamt 764 Schneeblöcke. Das reicht erstmal. Worüber mal Tino und ich jetzt auch derbst lachen können, ist immer noch die Stelle so, ey, jemand interessiert sich für euer Massaker, das ihr angerichtet habt. Bumm. Hand auf den Tisch getonnert. Ah, oh Mann, das kam so episch, Junge. Ja. Ich esse etwas, wenn das nicht das wäre, was es ist, hätte es verdammt viel Potenzial. Jupp, das hätte. Die englische Version unserer Verarsche werden können. Ja. Die wir leider auch nie umsetzen konnten. Kommt aber noch, irgendwann. Irgendwann, ja. Wenn Steve sagt, hey, ich bin endlich OGM-Meister, wir haben eigenes Rechte und die ganzen Scheiß, Software, was weiß ich, dass uns niemand irgendwie Tonne funken kann, dass wir sagen können, wir machen es einfach und es wird einfach so hingenommen von YouTube und etc. pp. Dann wird das... Ja, reicht ja schon so eine YouTube-Partnerschaft. Das würde komplett ausreichen und dann geht's los. Mit Sachen, die ihr euch nur in euren verrücktesten Träumen vorstellen könnt, werden wir in OGM umsetzen. Weil es ist nun mal Fakt. Es ist nun mal Fakt. 80% von OGM ist einfach beachtet. Fakt, dass Tino und ich, wir können die seriösesten Filme gucken und so was und wir kramen uns dann einfach in 0,6 zu deppen Bullshit zusammen. Jetzt, also die bestes Beispiel ist nun mal gerade Star Wars. Na, da gibt's so viele. Wir gucken gerade Star Wars halt wieder, sei es jetzt nur Episode 1 oder halt wirklich die alten Klassiker. Ja, fehlt ja noch Episode 6. Da finden wir auch schon selbst Lachflash oder Sachen, wo man sich denkt so, oh Gott, das noch ein Stück, noch ein Stück. Wo man sagen kann so, Alter, was macht ihr mit dem Game? Aber was macht ihr mit dem Film? Das Game, das sind ja die Filme. Oh Gott. Ich meine, ihr wisst ja, bei Top Tens oder so, da sind wir ja ernst und so. Also wir können natürlich auch anders. Ist also, ja, wenn man, also ja, wenn man uns jetzt nicht wirklich ernst haben will, dann kann man nur empfehlen, die Top 10 der heißesten weiblichen Charaktere in Games. Ich schon leider nicht mehr finden kann. Ich wollte mir letztes Jahr wieder angucken. Und so, nein, wo ist sie hin? Aber ich will da nur hinweisen, wir haben so viele Sachen offen, die wir uns vornehmen, die auch irgendwann kommen werden. Ich sehe jetzt nur Leave No Man Behind. Das ist so ein Ding, das wird irgendwann kommen. Das wird garantiert kommen. Das kann man dauern. Ich sauf ab. Oh, scheiße. Shit happens, ne? Ja, wenn Tino vor allem mein Equipment hat. Hör mal nicht rum. Du hast es ihm gegeben. Musst du damit klarkommen. Ich meine, du könntest es auch gerne wieder haben. Ich find's zwar geil, dass ich hier den Doppelspring machen kann und so, aber... auch so, dass ich dir die erste Zeit voll heulen würde, dass mein Gott, wie es mir weggenommen hat. Ja, wir können gern tauschen. Ich brauche ja diesen Wandschlittschuh-Dings da nicht mehr. Wandschlittschuh? Ja, da diesen... Tino, kann sich mir gerade mal dann gleich dein... Eis geben. Nicht machen, dein Eis geben und so. In welchen Geschmacksrichtungen willst du denn haben? Fragezeichen. Ah ja, Tino, ah ja, ah. Ah, yeah. Tino hat Steve das Eis übergeben, auf elegante Art und Weise, mit Flair. Nee, das sieht gerade anders aus, was der hier macht. Mit Flair. Das war das Game, was ich hab. Wow. Alles klar, das reicht jetzt für den Anfang. Warte, ich komm noch und geb dir noch meine. Muss mir keinen Kaktus geben, aber okay.
Na, was soll ich damit? Ja, Minecraft, du musst dann gleich hochkommen, weil ich... Jo, ich guck da, Kino.